Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute habe ich mal ein Kinderspielzeug für euch, und zwar eine Seifenblasenmaschine vom Hersteller Bastoy. Und wen es am Ende interessiert, ich werde das Ganze auf jeden Fall verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal etwas näher anschauen. Ja, ich möchte euch gerne hier kurz zeigen, was alles dabei ist und wie das Gerät funktioniert. Und ich würde sagen, wir fangen sofort direkt damit an, und zwar nach dem Intro. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Wir haben hier das Spielzeug auch schon vor uns. Das ist hier die Seifenblasenmaschine. Wir haben hier verschiedene so kleine Löcher, und dahinter befindet sich ein Ventilator, der dann diese Seifenblasen verursacht. Und ja, in Form eines Frosches, sieht ganz witzig aus. Die Farbe ist auch ganz nett, also passend zum Frosch natürlich. Und hier habt ihr nochmal hier vom Lüfter die Hinterseite, die ihr sehen könnt. Das Ganze wird hier mit 4 AA-Batterien betrieben. Die Batterien kommen hier unten rein, einfach hier aufschrauben, reinmachen, zumachen, zuschrauben. Und eingeschaltet wird das Gerät hier an diesem kleinen Knopf hier oben. Dadurch aktiviert ihr das Gerät. Ihr müsst da drauf drücken, ich mache das jetzt mal, Batterien sind auch schon eingelegt. Und das Ganze dreht sich jetzt so, und es pustet ein Lüftchen heraus. Aber es fehlt hier noch ein entscheidender Teil, und zwar hier die Flüssigkeit. Diese wird hier ganz einfach hier unten aufgefüllt. Ihr könnt sie fast hier so randhoch auffüllen, damit natürlich auch diese Dinger hier unten dann auch komplett eingetaucht werden. Ja, was haben wir noch so dabei hier? Ich mache das mal raus hier. Wir haben hier nochmal so zwei Fläschchen mit schon vorgemischter Flüssigkeit, also Wasser und Spülmittel wahrscheinlich, die ihr dann nutzen könnt. Man kann das Ganze aber auch als herkömmliche Seifenblasen nutzen, und zwar, Moment, hier kommt ein kleiner, ist ein anderes rein. Es gibt hier insgesamt 3 dieser kleinen Dinger hier, da könnt ihr also das Ganze hier eintauchen, ihr wisst, was ich meine, und könnt es dann hier manuell per Hand machen. Ja, ich würde sagen, wir füllen hier einfach mal was auf. Hier haben wir schon was aufgebraucht, und das Ganze kommt, wie gesagt, hier vorne rein. Ist hier auch noch mal zugeklebt, das müssen wir noch mal aufmachen, und dann befüllen wir das einfach mal. So, jetzt bin ich hier etwas drüber über diese Löcher. Schaut halt, dass das nicht komplett rausgeht. Ja, um das Ganze nochmal hier zu demonstrieren, mache ich das am besten im Bad, weil es, ja, die ganzen Seifenblasen, kommen recht viele raus, die dann hier dann auf dem Tisch landen würden oder wo auch immer, im Zimmer, im Flur, auf dem Boden. Würde das schon eine kleine Sauerei machen, sag ich mal, mit den ganzen, mit der Flüssigkeit, die da rauskommt. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal hier im Bad an. So, ich würde sagen, ich schalte es einfach mal an hier. Und schon geht es los. Vielleicht habe ich auch nicht reichlich Flüsse reingemacht, aber es kommt jetzt langsam. Ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen mehr Flüssigkeit rein. Vielleicht ist vorher noch mal ein bisschen schütteln müssen, vielleicht mein Fehler jetzt hat. Aber mit der Sauerei, ihr seht es hier, vielleicht kann man das erkennen, ist alles sehr feucht, da wo die Seifenblasen wieder gelandet sind. Ja, ich würde es auf jeden Fall nicht unbedingt in der Wohnung machen, am besten irgendwo draußen im Garten. So, ich habe es jetzt nochmal hier ein bisschen befüllt. Bin davor geschüttelt, hätte ich vielleicht, wie gesagt, vorher auch machen sollen. Am besten ist es vielleicht, man legt auch das Gerät etwas höher, dann wenn die Seifenblasen runterkommen, können die Kinder natürlich damit ein bisschen spielen.
So schaut das Ganze auf jeden Fall aus. Und ja, ich denke mal, ihr kennt es alle, wenn dann die Kinder kommen und sagen, Papa, mach das mal, Mama, mach das mal. Und das nervt, und hier macht es eigentlich das Seifenblasen, die Seifenblasenmaschine. Und dann müsst ihr eigentlich gar nichts mehr tun, fast gar nichts mehr machen. Hier auf jeden Fall praktisch, sieht witzig aus. Und die Kinder haben dann auf jeden Fall ihren Spaß damit. Und normalerweise kommen da auch viel mehr Bläschen raus. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Eventuell habe ich das nicht vorher gemischt, geschüttelt. Und dadurch ist vielleicht die Flüssigkeit jetzt nicht so hervorragend geeignet. Aber das kann man ja selber noch ein bisschen ausprobieren und das Beste versuchen, da rauszuholen. So, schauen wir mal das Ganze aus. Hier seht ihr auch nochmal das ganze Ausmaß. Deswegen sage ich nicht hier innen machen, zu Hause, weil ich finde es also nicht unbedingt für zu Hause gut geeignet. Also auf jeden Fall im Garten, gerade bei schönem Wetter und so. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das ist sehr simpel zu bedienen. Und ihr habt gesehen, ihr könnt es auch überall mitnehmen, dank Batterien, also Batteriebetrieb, sage ich mal. Und ja, falls es jemandem gefällt, wie gesagt, ich tue das Ganze nochmal unten in die Beschreibung rein. Ein Link, wo ihr das kaufen könnt. Und ja, meine Kids haben auf jeden Fall Spaß damit. Und ich selber muss da auf jeden Fall nicht mehr selber pusten. Lass es einfach diese Seifenblasenmaschine machen. Ja, danke nochmal, Leute, fürs Zusehen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.